Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Total War Warhammer im Singleplayer. So, wir dürfen weiterspielen. Wo waren wir eigentlich? Ich wollte dann Wiesenland gleich mal niedermähen. Das Problem ist, wir brauchen noch 5 Runden für das. Das heißt, eigentlich lohnt sich das gerade nicht, hier rumzustehen. Obwohl, nächste Runde könnte ich die, obwohl auch nicht. Die Gießerei könnte ich trotzdem nicht bauen, deswegen gehen wir doch schon mal dahin. Die mögen mich sowieso nicht, wie gesagt. Hallo? Achso, du kannst nicht, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wiesenland werden wir dann mal einnehmen. Wie gesagt, müssen wir sowieso für unsere Hauptaufgabe. Und wir müssen dann die Vampirfürsten platt machen. Was dann auch noch kommt. Das wird schwierig, weil wenn die auch T3-Einheiten haben, wird das lustig. Und die Vampirfürsten sind da. Oh, wir müssen doch Sylvania. Oh, die Skelinger sehe ich das erste Mal. Hui. Was? Wo? Koronne? Da oben? Das wagst du dich? Sicher? Oh, versuch mal. Viel Spaß. So, wir gehen mal nach Nullen. Oder? Was hat der denn da? Ach, gar nichts. Die können wir so einnehmen. Warum kann ich den nicht angreifen? Achso. Warum kann ich den nicht angreifen? Achso. Weil ich marschiert bin. Du kannst mal hier 4 Stück rausschmeißen. 2 3 4. 1, 2, 3, 4. So, du kriegst natürlich auch von den 4. Ja, ja, auf Wiedersehen. Das brauche ich gar nicht machen, weil die haben nur die Garnison, das ist gar nichts. Und besetzen und Nullen besetzt. So. Und da haben wir Sigmas. Schreiende Sigma schon, cool. Das ist cool. Was hat der denn hier? 0, ach, die Kanonengießerei. Ah, cool. Cool, cool, cool. Das ist nicht schlecht. Unterhalt für alle Streitkräfte minus 10 bei Artillerie. Das ist nicht schlecht. Okay. Du bist ja so. Ach, ist jetzt. Nee, ich wollte gerade sagen, ist jetzt Stierland mit uns wieder im Krieg? Nein, ist es nicht. Du kommst mal bitte hier rüber. Du gehst den mal angreifen, wenn es geht. Wäre cool, wenn du das schaffst. Schade. Gut, dann nicht. Wir haben ganz viele Punkte. Okay. Du machst das. Du machst das. Und du machst ausweichen. Von mir aus. So. Fertig ist die Kiste. So. Ja, sollen sie mal. Ein Festtag, gerne. Warum denn nicht? What do you require? The nation calls. So, mein Freund. Geht doch. Tschüss. So, ihr macht erstmal ein bisschen easy. So, das heißt doch, hier ist die Korruption eigentlich gegen 0. Ja, minus 0,1% ist es momentan. Das ist sehr gut. Wie gesagt, du bleibst erstmal dort. Ein bisschen auf Regeneration. Da ist ja gar nichts, was der da hat. Aber da greifen wir mit beiden Armeen an. Was? Achso. What do you want of me? Der hat einen Punkt. Dann. Oh, der ist auch nicht schlecht.
Einkommen aus allen Gebäuden. Machen wir mal das. Minus Dingens ist immer gut. Ich könnte hier theoretisch Gebäude beschädigen, aber ich habe irgendwie keine Lust zu. Was kannst du bei dem machen? Attentat mit demoralisieren. Hm. Die Helden, die können ruhig dabei sein, das ist mir egal. So. Da sind die Skelinger gerade in Kislev am Hacken. Da waren sie schon. So wie es aussieht. Noch kommen sie nicht zu mir, was mich wundert. Die sind noch gerade bei Kislev dran. Fehlgeschlagen, ist mir doch egal. So, wir gehen mal runter. Du gehst mal dorthin. Warum nicht? Kannst du nicht? Achso. Ich muss, glaube ich, erst belagern, ne? Dann wir mal. Ja, zwei Runden ist okay. In den zwei Runden ist der andere auf jeden Fall auch da. Machen wir Marschi. Und dann stell dich mal direkt daneben. Und in zwei Runden ist der sowieso Geschichte, der Junge. Du gehst mal bitte hier nach hier rüber, damit hier die Dingens mal sinkt. Lokale Bevölkerung, Charaktere, die macht plus gerade, das ist schlecht. Das ist schlecht. Altdorf, kann ich irgendwas bauen? Ach ja, klar. Theoretisch das. Den kann ich noch nicht bauen. Nächste Runde. Was macht der nochmal? Chaos-Korruption plus 6. Ach, Reduktion. Das ist gut. Obwohl der schreiende Sigma. Ja gut, was soll ich sonst in der Provinz bauen, ne? Aber ich hätte jetzt eigentlich mal die Stufe 2 von dem Büchsending schon bauen können. Vergessen. Egal. Die Skelinger. Hat der Zwerg da jetzt eigentlich schon was gemacht? Ja. Ja. Der hat tatsächlich hier das Ding niedergemacht. Cool. Das ist ja geil. Dann hast du halt ja fertig, ne? Dann geh doch mal direkt dahin. Zur Packeisbucht. Mach den lang. Und sonst habe ich doch hier Dingens hier habe ich noch, aber drauf geschissen. Passt. Mag mich noch einer? Sonst? Nö. Obwohl Artois mag mich. Die, achso, die sind auch schon. Warum greift ihr denn die Packeisbucht an? Achso, ja. Nö, greif mal hier, da. Greif mal da an, bitte. Mag mich sonst noch wer? Außer die Zwerge? Nö, okay. Dann nicht. Dann nicht, aber die haben schon eine Provinz platt von denen, das ist gut. Weil das Chaos kann die nicht wieder aufbauen. Die Skelinger zwar schon, aber das Chaos nicht. Und das ist sehr gut. So, warum kann... Ja, klar kann ich jetzt zwei bauen. 4000 und... nicht die Pferdestation. Du bitte. So. Und hier kommt dann natürlich dieses Teil hin hier. Die Altdorfer Akademien. Na klar. So, wie lange braucht das? 4 Runden und 3 Runden. Ja, warum denn nicht? Wir haben ja Zeit. Noch. Das Gute ist, wenn der Chaos zurückgeschlagen ist, haben wir euch Zeit ohne Ende. Mich wundert, dass ich noch keine Chaos-Armee gesehen habe. Weil manchmal sind die so geil, dann rennen die einfach direkt schnurstracks zum Imperium und wollen da Stress machen. Der rennt jetzt erstmal den Zwergen hinterher, weil die Provinzen da gerade platt machen. Finde ich gut. So, Balthasar. Dann wollen wir mal gucken. Brauchen wir nicht kämpfen. Da haben sie keine Chance gegen. Da wo einige Bian-Kämpfer aber verloren.
Ja, er jetzt nicht so. Aber er. Aber gut. Gewonnen ist gewonnen. Wir besetzen ihn natürlich. Who calls? Wiesenland wurde ausgelöscht. Punkt. So. Jetzt haben wir noch Feildorf eigentlich. Was ist mit denen? Keine Ahnung. Du wirst jetzt gleich erstmal wieder zurückdackeln, denn du kannst gleich Kanonen bauen. Du bleibst mal hier. Ja, oder? Ne, wir gehen mal hier oben. Haben wir gegen Stierland eigentlich auch Krieg jetzt? Ne. Nicht wirklich. Geh mal da rein. So. Wir könnten hier natürlich... Können wir nicht. Das kostet 10.000, das Ding. Ey, leck mich am Arsch. Ist das teuer? Was sind das? Was ist das? Grenzgrafen? Was ist mit denen eigentlich? Die Grenzgrafen. 5 Siedlungen haben die. Krass. Stärkerang 30. Boah, die sind ja richtig gut. Ach ja. Aber wir haben jetzt eigentlich relativ... Sind wir schon ziemlich groß, ne? Also, wenn ich mir das jetzt mal so angucke... Das sind alles unsere Provinzen. Wir sind schon was größer jetzt. Geht ab bei uns. Wir haben Reichland, wir haben Ödland, wir haben... Ja gut, das haben wir nicht komplett. Binnenland haben wir auch nicht komplett. Das auch nicht. Der Reichland, Ödland haben wir momentan komplett und das war's eigentlich. Das ist ja frech. Da muss ja doch eigentlich das Pfeildorf mal angreifen hier. Die haben Eisen vor allen Dingen. Warum hast du eine Garnison nochmal ab? Gibt keine Garnison. So. Keine Fähigkeitenpunkte. Fähigkeitspunkte, okay. Das Problem ist, ich will jetzt nicht mit zu vielen Krieg anfangen, weil ich habe keine Lust, wenn echt die Chaos-Armeen kommen sollten, dass wir... Friends of the Empire, come. Nö. Immer noch nicht. Ich will keinen Krieg gegen die Zwerge führen. Herrgott. Mensch. Ich würde gerne irgendeinen jetzt mal übernehmen. Da hätte ich Bock drauf. Was? Der belagert mich. Tatsächlich. Das ist ja frech. Fight for our nation. Sehr gut. Du kannst jetzt nochmal probieren, mein Freund. You dishonor me. Was kannst du denn bauen? Achso, du kannst ja Stufe 2 bauen, ne? Mach das mal. Für 5.000 machen wir das. Gorsel kann auch ausbauen. Dann mach das auch mal. Altdorf kann natürlich jetzt gerade nichts ausbauen. Du, weiß ich nicht. Was machst du denn? Du gehst mal da rein. Du bleibst hier erstmal. Nee, du gehst auch zurück. Du kriegst gleich 2 Kanonen. Was sagt der Zwerg? Der Zwerg, der sagt, Packeisbucht ist gleich auch platt. Der macht sich gerade nicht auf den Weg. Hat er keine Lust so irgendwie? Okay. Aber der hat gleich die Packeisbucht platt. Dann gucken wir mal, schicken wir den zum nächsten. Was gut ist, dann gehen die uns nicht auf Eier. In der Zeit. Das kann auch gut passieren, dass sie keine Schnitte haben. Warum greifst du die jetzt nicht an? Was? Angreifer Bastonnen. Bastonne? Ach, die greifen mich an? Die greifen die Zwerge an, alles klar. Da brauche ich sowieso noch eine Provinz von. So. Ja, ja. Belagert er mich schon wieder? Was ist denn da los mit dem? Willst du denn, Junge? Komm, verpiss dich. Tschüss. Herrgott. Mensch. Mensch, du. Wir können dir noch Kohle bauen. Das mach mal bitte. Und das gibt auch Geld.
Geld ist immer gut. So, was war das jetzt? Hier die, ne? War die das? Nee. Nee. Wer war denn das? Nee. Hä? Das ist hier das Bordelot. Wo sind die denn? Wie ist denn die? Baston? Da, ach, da sind die. Ach, daneben. Ah. Da wollen wir da hingehen. Langsam. Langsam, aber sicher. Gehen wir da mal hier hoch. Warum denn nicht? Du kannst eigentlich da stehen bleiben, weil eine Runde nur noch. So, du stellst mal bei Grünburg rein. So, der Sigma-Tempel ist auch fertig. Jetzt machen wir minus 0,3. Sehr gut. So. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Das sieht auf jeden Fall besser aus wie die letzte Runde, die wir hatten. Momentan sieht es relativ gut aus, oder? Schierland schon wieder. Da war gerade das Chaos. Da. Die haben nicht da die Provinz niedergemacht. Das war das Chaos. Das sieht man immer an diesen Dingern dann. Diesen, ja, ich sag mal, Portalen, was auch immer das sein sollen. Ich zeige euch das mal. Da. Daran sieht man das, dass das das Chaos war, weil dadurch steigt nämlich die Korruption. Wahrscheinlich war dann niemand selber das Chaos, sondern irgendwer anders. Da ist der Manfred von Karstein, okay. Schwarzhafen existiert immer noch, das wundert mich eigentlich. Aber normalerweise sind die relativ schnell dabei. So, du kannst dich mal verziehen, du kannst dich verziehen. Du kriegst jetzt zwei Kanonen. Kanonis. Nein, nicht Mörser. Zwei Kanonen. Die Lafette. 450er Reichweite hat die auch. Krass. So eine Reichweite hat die. Ja gut, schlechte Genauigkeit. Ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube, wir nehmen eine Lafette mit. Warum nicht? Hauen wir einen Reifenritter raus. So, machen wir so. Kanonen sind eigentlich immer gut. So, dann gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal gucken bei Bastonne. Gehen wir mal kurz zu unserem Kumpel hier. Wo ist denn hier Bastonne? Ach da. Hallo. Juhu. Wir sind gleich da. Munition. Führerschaft beim Belagern. Ach, Tempel sieht man, haben wir ja gar nicht. Machen wir erstmal die Fischereiflotte, die geht schnell. Die Zwerge! Was wollen die denn? Ein Handelsabkommen, gerne. Dann müssten wir eigentlich gleich eine Chaosarmee sehen, wenn das eine Chaosarmee war. Die wollen wieder Frieden, da wette ich drum. We will see. War klar, aber für 1800 mache ich das doch glatt. Was willst du wieder? Jetzt wieder mit den Zwergen? Nein, immer noch nicht. Ich will nicht gegen die Zwerge kämpfen, die sind am Hintern der Welt. Jo, Literatursuchung für Zahlung? Dann nehmen wir Bestechung. Aufgeschissen. Ja, dann wollte Stierland wohl doch nicht. Okay. Ich frage mich zwar gerade, warum die dann nicht mal hier was machen. Aber das kriegen wir schon hin. So, wir gehen mal hier hin. Und dann gehen wir gleich mal da hin. Was hat der? Nicht viel. Ja, ja. Weber ist abgeschlossen, sehr schön. Das können wir immer noch nicht bauen, das Ding. Das können wir sowieso nicht bauen, das kostet 11.000, ey. Aber wir können den Dampfpanzer sofort bauen und die Höllenfeuer-Salvenkanone. Die ist zwar nicht so. Die ist gar nicht so stark.
Ach, die hat rüstungstüchtigen Geschosse. Darum. Aber die ist auch genau. Das ist nämlich der Vorteil. Und die schießt, glaube ich, in Salven. Wenn ich mich recht erinnere. Der ist auch. Der ist richtig geil. Der Dampfpanzer. 160 Rüstung hat der. Ping, 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 sag ich da nur. Echt mal. Was ist das? Ach, Weißmund hat eine. Ach ja, die haben eine Garnison, klar. Da werden wir auch direkt mal. Mal ein höher bauen. Damit wir auch noch da was kriegen. Gorsell sollte eigentlich auch eine Garnison. Ach ja, da wollte ich gleich auch eine Garnison bauen. Du baust noch. Du kannst das noch ausbauen. Gibt alles Kohle. Das kostet Stufe 5. Das brauche ich alles. Da kann ich auch noch was ausbauen für Geld. Sehr schön. Läuft. Oh, der Dampfpanzer definitiv. Also davon braucht man eigentlich auch nur einen. Das reicht. Ist ja fast so wie eine Monstereinheit. Na, das kommt direkt wieder. Okay. Gerade nur Krieg mit mir geführt, ey. Was? Okay. Wollte ich sowieso nicht angegriffen. Jetzt habe ich von den Zwergen nix. Was möchten die denn? Krieg beitreten gegen wen? Nein, aber nicht gegen meine Zwergenfreunde. Das kannst du vergessen. Das kannst du knicken, mein Freund. Das kannst du vollkommen vergessen. Die Skelinger kommen wieder. Natürlich kommen die wieder. Könnt ihr nicht mal die Armee da platt machen? Minenland. Ja, ja. Könntet ihr nicht mal die Armee da oben niedermachen? Fällt mir gerade mal so ein. Karaknorn, Karazif. Ich hab gar. Mit wem habe ich eigentlich hier? Mit denen? Die haben mich im Krieg gerufen gegen die. Okay. Da greif mal die da bitte an. Wenn es geht. Hier dieses Artois, das habe ich ja auch irgendwo hingeschickt, ne? Hm. Okay. Tabakland. Wie sieht das überhaupt aus mit dem Chaos? Wo sind die denn? Ah, da oben. Alles klar. Ich wundere, Kislev existiert immer noch. Das ist weg. Das existiert auch noch. Und hier sind die wohl gerade. Verbessert sich. Okay. So, schauen wir nochmal, was der hier hat. Hab da fein die Einheiten platt gemacht, ne? Ihr Säcke. Ach. Komm gleich wieder. Komm mal bitte her. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Total War Warhammer im Singleplayer. Tschüssingen.